So, weiter geht's mit unserem Bus-Simulator und der nächsten Strecke, nächsten Aufgabe. Und zwar Hauptbahnhof, Landwirtschaftszone, Industriezone und den Hafen mit 10 Haltestellen Maximum. Also Route 31. So, da kann ich die von der 17 abziehen. So, also fahren wir mal mit dem Hafen. Würde ich sagen. Dann geht's hoch zur Industriezone. Bootsbauer Gasse. Dann müssen wir zur Landwirtschaftszone. Moment, ich würde gerade wieder fahren am besten. So. So. Dann. Landwirtschaftszone, Industriezone habe ich hier. Und den Hauptbahnhof, genau. Gut, dann haben wir 9 Haltestellen. Und dann rufen wir von der Route 17 den Fahrer ab. Ja. Die Elsa, die geht auf diese Tour. Und wir fahren sie ebenfalls. So, sollte kein Problem sein. Ich meine, wir werden natürlich wieder mit unserem Gelenkbus fahren. Große Überraschung, hey? So, auf geht's. Warte mal. Geschwindigkeitsbegrenzer einmal. Du brauchst mehrere Fahrkarten, Kollege. Danke. Perfekt. Da hat sich jemand hinten durch reingedrückt. Das war doch sehr auffällig. Das bist bestimmt du. Haha, ich wusste es. Wer sich hinten rettet, hat meistens keine Fahrkarte. Und die hatte nämlich keine. Na klar. Direkt an der ersten Haltestelle kriegen wir einen Schwarzfahrer. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Das sind ja alle zusätzliche Einnahmen. So, heute geht's zum Hauptbahnhof. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Einzel, Senior, eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, bitte. Mhm. Tag, Standard. Du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Danke. So. Die Lagerhallen. Alter, war das genug. Nächstes Mal rennst du bitte nicht ohne zu gucken über die Straße.
So. Gut, lass uns durch. Wo ist wieder her? Mein Gott. So, die Lagerhallen. Das ist echt nicht mein Wetter. Wieso ist das schönes Wetter? Du bist bedeckt, ja, aber ist ja trocken. Moment mal. Ist das überhaupt der richtige Bus? Das ist nicht mein Problem. Danke. Bei der ersten Schwarzfahrer haben wir ja schon, Gott sei Dank. Komm, müssen wir mal gucken. Wir haben einen Bus wieder freigeschaltet. Was für einen wir? Darf ich den auch noch holen? Oder wollen wir noch vielleicht ein, zwei Bus eintauschen müssen? Mal gucken, was der kostet. Mal ich auch mal nach dem Rennen, der Fahrt hier. So. Also muss ich echt aufpassen. Ich glaube, ob ich eine noch etwas größer ist als der hier. Wir wollen ja quasi mal alle fahren. Bootsbauer Gasse. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Das sind wahrscheinlich die kaputten Bremsen oder so. Keine Ahnung. Jawohl, wir sind rum. Dann fahre ich da mal rüber. Ich hab Bock jetzt auf irgendwelche Bodenwellen. Wenn da gar nichts hinkommt, geht das ja doch tatsächlich. Keine Sorge, ich habe schon gesehen, dass noch nichts kam. So, wir versuchen es ja natürlich so gut wie möglich zu machen, klar. Nur wo ist ja mein Ärger, ist auch die Aufgaben halbwegs zufriedenstellend zu erfüllen. Und da sind wir sogar überpünktlich gerade. Über eine Minute zu früh. Keiner, der ein Ticket haben will. Also das kommt mir gerade ziemlich spanisch vor. Wo hab ich denn... Augen... Klar. Was? Hier, bitte. Klar. Also wenn da... Ich bin gespannt, ob alle in Fahrgestell... Was? Ach so, na klar. Klar. Hier, bitte. Augenblick. Da. Ja, bitte. Schön. Also jeder hat ein gültiges Ticket. Hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Mindestens einen hätte ich gedacht, jetzt okay. Mit der Menge an Fahrgästen mittlerweile. Wir sind jetzt auch schon mal Folge 32, 33, irgendwie sowas. Also ein bisschen nochmal noch zu tun hier. Vielleicht mache ich auch demnächst mal eine kleine Pause. Ich wollte eigentlich ja vorziehen, habe dann auch ein anderes Spiel entdeckt. Aber ich mache mit dem Simulator mal bald irgendeine Pause.
Mal ein bisschen was ruhen lassen und dann irgendwann mal wieder auffüllen, aufnehmen. Also die machen wir hier noch zu Ende. Geht die nächste Tour auf jeden Fall noch. Mal gucken wir mal. Na komm, fahr. Du kannst fahren, da ist alles frei. So. Die Frage ist, kommen wir jetzt wieder über die Autobahn? Nö, kommen wir nicht. Okay. Ich weiß, dass da ein Blitzer war, aber wir haben ja den Geschwindigkeitsbegrenzer drin. Das heißt, der Bus geht hier nicht über 70. Also hier, das gleiche Backup, dann gehen wir jetzt gerade mal 75. Ah, der bremst mich ja direkt wieder runter. Ja, ich hab... Boah, geh mir nicht... Ich weiß, ich hab... überholt den Kollegen. Wir hätten da sogar abbiegen müssen. Scheiße. Ich war zu schnell. Warte mal, kommen wir da hinten links? Nee, ne? Scheiße, ich hab mich voll verfahren. Und ich kann den Bus nicht wenden hier. Oder krieg ich den hier komplett gezogen? Ich den ja mal komplett rum. Doch, kriegen wir hin, tatsächlich. Upsi. Ein bisschen verfahren. Noch ganz ist keinem aufgefallen. So, wir müssen jetzt hier rechts gleich abbiegen. Ich bin ein bisschen sehr flott unterwegs heute. Das ist, ne? Ah, Gott sei Dank können wir den Bus runter eben da noch rumwenden. Boah, schön da rum hier mal. So, diesmal sehe ich den Fußgänger. So. Und das, obwohl wir verfahren haben und eine halbe Minute zu spät, ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Haben wir gut aufgeholt. Agrarzentrum. Na komm. Ich hasse die Werbepausen in Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Oder wahrscheinlich auch ProSieben oder RTL. Da sind nämlich immer Werbepausen zwischen. Zwar jede Menge. Bis ab. Ziemlich genau pünktlich. Oh, jemand hat was vergessen. Ich denke, ich brauche eine Überfahrt. Es ist viel zu heiß draußen. Ja, aber jetzt erstmal. So, erstmal das Handy einsammeln hier. Wo sind wir jetzt hin? Du. Danke.
So, jetzt bitte ich nicht mal kurz der Kollege, der hier vorne steht, mit seiner Fahrkarte haben will. Will der denn? Zwei. Tag. Standard. Zwei. Danke. So, wir sind schon eine Minute zu spät. Das ist ja schon fast die Endhaltestelle. Das heißt, wir haben danach noch zwei Haltestellen. Also drei jetzt auch mit der. Ich glaube neun nochmal insgesamt, das wäre gut. So, diesmal sind wir richtig. Dann machen wir uns ja böse verfahren, dann muss ich hier vorne wenden. Hier ist nämlich der einzige Platz, wo so ein Bus von der Größe gewendet werden kann. Den ich jetzt kurz auswendig kann. Hier haben wir ziemlich gemacht. Jetzt sind wir auch richtig. Ah, scheiße, die haben, kriege ich nicht mehr. Die kriege ich nicht mehr. Das musst du nicht, weil hier ist keine Haltestelle. Die kommt jetzt, wenn wir da vorne ein bisschen links fahren. Ich hoffe, dass wir die Aufgabe dann erledigt haben. Na, die kriegen wir locker, die Ampel. Die war nämlich deutlich grün, aber die dahinter nicht mehr. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. So. Oh Mist. Ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Ja, zwei Minuten drüber, ne? Oder zwei unter der Zeit. Sehr gut. Dann bin ich fix unterwegs. Eine Fahrkarte bitte. Mhm. Student. Danke. So. Hier müssen wir links. Moin, Kollege. Nächster Halt.
So. Ich brauche eine Fahrkarte. Also Standard. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja, Einzelstandard sind nur noch zwei Haltestellen oder so eine. Oder eine. 15,60, leg mich doch. Danke. So, letzte Haltestelle Zimmermannstor und dann sind wir durch für die Tour. Da kommt der Kollege mit unserem ersten Bus, den wir ja überhaupt hatten im Spiel. So, hier müssen wir links gleich. So, liebe Leute, Endhaltestelle. Nächster Halt, Zimmermannstor. Hauptbahnhof. Wir haben ja Zeit. Ich bin jetzt mal so assi und kontrolliere jetzt hier nochmal die Fahrkarten. Hauptsächlich will ich alle doch nochmal mit Schwarzfahrer durchgehen. Nächste Halt. Ernsthaft? Ich kann euch nicht kontrollieren? Das ist doch scheiße. Toll. Ich hätte euch jetzt alle schön nochmal kontrollieren können. Na egal, scheiß drauf. Ich hätte dich so gerne jetzt alle nochmal kontrolliert. So, was habe ich das kein. Nein, es hat keine Müll hintergelassen. Wunderbar. Wir sind durch. Ganz genau 5 Sterne, aber fast. 2 Schwarzfahrer hatten wir auf jeden Fall. Ein direkt in der ersten Haltestelle. Wir haben jetzt noch 40 Fahrgäste, dann haben wir schon 1000 mitgenommen. So. Streckenplaner, gucken wir mal, wie die Aufgabe erledigt haben. Nicht? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir die jetzt gekriegt haben, die Aufgabe. Dann müssen wir sie tatsächlich nochmal fahren. Wir wollten mal was gucken. Gerade mal kurz wegen dem nächsten Bus, was der kosten würde. Habe ich nochmal den gekriegt jetzt? Den haben wir ja schon gekauft, den Bus. Den haben wir nächstes, ne? Was kosten die? 450. Haben wir nicht den schon mal so einen ähnlichen? Ne, wir haben den nur mit einer Achse. Okay. Der Business hier. Aber den fahren wir nicht jetzt. So, 18, 21 und das ist der letzte Bus, den wir brauchen. Den fahren wir auf jeden Fall noch. Und der Rest ist ja alles DLC-Busse. Das heißt, den hier kriegen wir uns als letztes, wenn wir Level 21 sind. Wir sind jetzt Level 15. Mit Level 18 kriegen wir den Bus freigeschaltet. Hier den Urban Bay, also den Erdgas-Gelenkbus. Ja, und dann sind wir soweit schon mal ausgestattet. Na gut, dann mache ich hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Bus-Simulator.